Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silent Hill 2. Ich finde es schön, dass immer kurzer schwarzer Bildschirm ist, wenn es losgeht. Aber so ist das eben manchmal. Mein Name ist Landgrid und ich habe Angst, denn wir müssen uns wieder ins Gefängnis begeben. Und das ist stressig hier. Das Gefängnis ist stressig. Was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben wieder ein Gewicht. Wir haben ein schweres Gewicht. Das können wir jetzt nehmen, um hier unten, oder? War das unten? Wo bin ich? Wir müssen in den Hof. Der in Wirklichkeit kein Hof ist. Genau. Dafür müssen wir ins erste Erdgeschoss. Nicht ins zweite Erdgeschoss. Katzen, come on. Wirklich, ungelogen. Alle Katzen, die hier im Haus wohnen, alle 35, nee, drei sind, müssen jetzt gerade vor meinem Bildschirm und auf meiner Tastatur rumtanzen. Das ist nicht okay. So, jetzt sehe ich wieder was. Also, wir müssen ins Erdgeschoss runter und ich glaube, wir können vielleicht... Na, weiß ich jetzt nicht. Ich versuche mal, ob wir einfach die Treppe... Carter, come on! Es ist jetzt Schluss. Nee, ohne Scheiß. Irgendwann ist auch mal Schluss hier. Also, das gibt's ja wirklich nicht. Kaum drücke ich auch Aufnahme, beschließen die Katzen, ach, jetzt wäre es doch gut, wenn wir uns alle kollektiv auf das Equipment von ihm legen. Wenn ich jetzt wandern. Und dann nehme ich wieder irgendwelche emotionalen Entschuldigungsvideos auf, wo irgendwie ein Echoklang drauf ist. Oder so ein Piepsstimmeneffekt. Hi Leute, mein Name ist Landgrid Birdrider und ich habe Scheiße gebaut. Es tut mir leid, ich wollte mich einfach nur entschuldigen. Ich habe Gilda hinterzogen und Menschen getötet. Das war nicht gut von mir. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier runtergehen können. Mit ein bisschen Glück können wir die Tür unten nämlich von der Seite jetzt entriegeln. Und genau das können wir machen. Okay, alles klar. Ach ja. Okay. So, noch ein Gewicht. Hey Katze, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Geh jetzt bitte weg. Ja, es tut mir leid, Kätzchen. Aber ihr könnt jetzt nicht alle vor meinem Bildschirm rumchillen. So. Okay, ich habe das maximale Gewicht. Kann ich ein Gleichgewicht auf dem Schwert erzeugen? Ich habe das Gefühl, das wäre voll gut, wenn das klappen würde. Oh, das ist so knapp. Warte mal, wenn ich jetzt... Nee. Aber was ist, wenn ich das da mit dem da tausche? Oh, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, ich glaube, ich kann es noch nicht. Oh, so knapp! So knapp! Wo steht eigentlich der Zeiger standardmäßig? Aha, kurz vor Schwert. Es fehlen noch zwei Gewichte. Wahrscheinlich brauche ich die. Weil das ist zu leicht und das ist zu schwer. Aber irgendeins dazwischen ist vielleicht genau richtig lang. So, jetzt passt mal auf. Jetzt versuche ich mal, dass wir die Taubentür öffnen. Oh, come on. Das ist doch perfekt. What? Also wirklich.
Ach, come on. Willst du mich jetzt wirklich verarschen hier? Wie öffnet man denn bitte die Taubentür? Schaut euch das mal an. Was soll denn das? Okay, dann versuche ich eben die Ebertür. Ah, oh, Ebertür. Na also, Ebertür. Speichern wir mal. Die Ebertür ist geöffnet. Das ist ein Speicherwert. Ich mache einfach mal 9 Save. Ich weiß nicht, warum ich immer nur 4 Saves speichere. Wenn ich irgendwann mal, ist es voll dumm von mir. Ey, ich muss manchmal, sollte ich auch dran denken, dass ich Creator bin. Content Creator. Wenn ich für ein Video mal eine spezifische Szene haben will, wäre das voll hilfreich, wenn ich einfach ein Savegame für jedes Kapitel hätte und so, wisst ihr? Dann könnte ich ganz gezielt was laden und aufnehmen. Aber ich bin leider dumm. So, augenloser Eber. Da müssen wir lang. Schauen wir mal, was der augenlose Eber für uns bereithält. Ich höre schon mal Monster. Wartet mal kurz. So. Mist, ausgerechnet das nehme ich nicht mit. Ich hasse das, dass man die lesen muss, während man Monstergeräusche hört. Sonntag. Morgendlicher Rundgang. Vorfall in der Krankenstation. D183 hat das medizinische Personal angegriffen und versucht, Medikamente zu stehlen. Ich guck nur gerade, weil mir mein Mikrofon heute so leise vorkommt. Aber es passt, glaube ich, schon noch von der Abmischung her. Hoffe ich. Werde ich ja sehen, wenn die Folge fertig ist. Die Situation ist unter Kontrolle. Mittagsrunde. Es gibt Gerüchte, dass sich Krankheiten unter den Gefangenen ausbreiten. Ich habe sie an die Verwaltung gemeldet. Nachmittagsrunde. E-130 hatte einen Hustenanfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrundgang. Nicht dokumentiert. Der Red Room. Ach, guck mal, die Besucherzellchen. Sollten hier nicht so Telefone sein oder sowas? Das war der unnötigste, verschwenderischste Pumpgun-Schuss des Universums und ich hasse alles daran. Nicht nur, dass der unnötig war, weil ich hätte einfach mit dem Knüppel draufhauen können. Ich habe auch noch daneben getroffen. Die Wachen halten uns für Libra-Kranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Ach, hier sind Telefone. Okay. Ah, schaut mal. Das ist doch irgendwie, oder? Na, bin mir nicht sicher. Okay, keine Ahnung. Nee, ist gar nicht so schön gemacht. Ich wollte gerade das Spiel loben, dass das hier schön gemacht ist. Dass irgendwie das so aussieht, als wäre die Scheibe mit so einem Hocker eingeworfen worden. Aber der Hocker hätte scheinbar hier stehen müssen. Und hier sind nicht mal irgendwie Schraubenlöcher oder irgendeine Verankerung. Also es ist leider im Gegenteil überhaupt nicht schön gemacht. Also vergisst alles, was ich gesagt habe. Ist nur ein Käfer. Boah, das wäre so gut, wenn hier jetzt ein Monster sich verstecken würde. Das haben die bis jetzt, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber das wäre voll mies, ne? Wenn man das Radio hört und man denkt sich, naja, ist nur ein Käfer, der hier das Radio auslöst. Und dann geht man ums Eck und plötzlich steht da ein richtiges Monster. Hat die sich gerade irgendwie wegteleportiert? Oh oh, sie lernen. Sie haben bei Son Goku trainiert. Jetzt können sie schon Teleportation. Nicht mehr lange und dann kommt die Genki-Dama.
Die hat er, glaube ich, ungefähr gleichzeitig gelernt, Son Goku, oder? Shit. Hä? War das gerade hier drin? Ah, oder warst du das? Alle Klos besetzt. Typisch. Es gibt da dieses eine Meme, ne? Das finden alle immer so lustig. Aber es ist ja ganz logisch. Wenn man sich hier die Pissoirs anguckt, wie viele Plätze zum Pinkeln gibt's dann? Obviously zwei. Ist ja logisch. Oder? Was denn das? Gibt's doch keine Diskussion. Hier sind zwei mögliche Plätze, an denen man pinkeln kann. Hier oder hier. Oder? Wo soll man sonst pinkeln? Ins Waschbecken oder was? Naja. Da gibt's doch überhaupt nichts zu diskutieren. Ernte, was du gesät hast. Ich hab im Frühling Tomaten gesät und habe jetzt das ganze Jahr über sehr viel geerntet. Ziemlich cool. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwächter hat den Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit, unter Anführungsstrichen, völlig durcheinander. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Ah, das ist dieses Ernte, was du säst. Da geht's, glaube ich, bei dem Satz ging's, glaube ich, gar nicht so um Tomaten. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Tür in dem Pausenraum. Typisch, ne? Typisch. Das ist so ein Pausenraum, der wurde vom Arbeitgeber eingerichtet. Hier ist zwar eine kleine Couch, auf der nicht zu viele Leute sitzen können und ein Fernseher, aber gleichzeitig ist hier so ein kleiner Schreibtisch mit mehreren Telefonen und eine Schreibmaschine, falls man in der Pause vielleicht ein bisschen weiterarbeiten will nebenbei. Man kann doch ein paar Telefonate tätigen, während man sein Wurstbrot isst, oder? Das ist nicht zu viel verlangt. Ein wachsiges Hufeisen. Kann ich die eigentlich headshotten, während die den Wackeldackel machen? So. Ich hatte gerade einen ganz schrecklichen Gedanken. Ich habe mir gerade gedacht, es wäre irgendwie cool, wenn das Spiel abbilden würde, dass James selbstsicherer im Umgang mit Nahkampfwaffen wird und irgendwie besser wird im Kämpfen. Und dann war so der kurze Gedanke, ja, mit so einem Skillsystem, dass man neue Fähigkeiten freischaltet. Und ich stelle mir gerade Silent Hill vor mit einem Nahkampf-Skillsystem und irgendwie Stealth-Kills und so Sachen. Oh mein Gott, das wäre richtig scheiße gewesen.
Neue Verhaltensregeln gültig ab sofort. Erstens, die Wachen müssen derzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Zweitens, jeder Versuch der Gefangenen, sich einem Wachmann zu nähern, wird mit sofortigen disziplinarischen Maßnahmen geahndet, obwohl niemand denen zu nahe kommen darf und sie berühren darf. Sie müssen sich also hoffentlich freiwillig diesen disziplinarischen Maßnahmen beugen. Wenn nicht, können wir nichts machen. Siehe Regel 1. Regel 2, die Gefangenen werden bis auf Weiteres in ihre Zellen festgehalten. Crafting Table. Lass uns unsere Waffe ein bisschen upgraden. Ehrlich gesagt hätte ich so ein System schon gerne. Ich muss es zugeben. Ich weiß, es passt zu Silent Hill ungefähr so gut wie ein Schuhlöffel in die Küche. Aber irgendwie hätte ich gerne so ein Progressionssystem. Irgendwas. Müssen ja keine Erfahrungspunkte sein. Aber eben zum Beispiel irgendeine Art von Währung, die man dann ausgeben kann für Upgrades oder so, es wäre schon irgendwie, es wäre so eine zusätzliche Motivationsebene, es würde mir schon gefallen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ja, nee, es ist nicht gut, aber ja, doch. Wiederholung des Untersuchungsberichts, Schlussfolgerung, keiner der untersuchten Gefangenen zeigt klinische Anzeichen der Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests unter Anführungsstrichen wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemäß den Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet. Das ist ja fast eine Vault-Tec-Story, die wir hier lesen, ne? Mysteriöse Krankheit. Gefangene werden isoliert. Aufseher dreht durch. Wo bin ich denn jetzt und warum? Ach so, ich habe einen Schlüssel gefunden. Ja, genau. Für was war der Schlüssel? Schlüssel zum Obergeschoss. Waren wir nicht schon im Obergeschoss? Aber auf jeden Fall gibt es, wenn ich jetzt einfach runtergehe, so eine verschlossene Tür mit einer Treppe dahinter. Schauen wir mal, ob die damit jetzt geöffnet werden kann. Na also. Na dann. Ach, jetzt sind wir im oberen Bereich der Kapelle gelandet. Okay. Ich bild mir schon Sachen ein. Oder, nee, ich bild mir doch keine Sachen ein. Ich sehe dich. Oh, oh. Dammit. Okay, damit mache ich nur einen Durchgang in einem Bereich frei, in dem wir schon waren. Also gehe ich lieber mal da lang. Hallo? Büro des Aufsehers. Hier muss es irgendwo einen Geheimgang geben. Krank, 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 rank, krank. Krank, krank, rrr, anker, ah, nicker, ankrack. Kra, krank, kranker, ah, nicker, nick, krank, 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 kra, nick, krank, kra, nicker. Oh Gott.
Das klingt falsch. Ich lese das nicht mehr weiter. Okay, das geht so weiter und so weiter. Aber interessant ist, dass der hier Stichpunkte hat und eine Nummerierung. Aber alles ist immer nur krank. Aber in verschiedenen, als hätte er Worte geschrieben, ne? Aber immer nur die Buchstaben krank. In verschiedenen, mit verschiedenen Satzzeichen, dicht aneinander. Ob da wirklich mal ein Text war? Es könnte schon sein, ne? Das würde sogar Sinn machen. Sick. Sick, sick. S-ick. S-ick, sick. Sick im Englischen. Ich frage mich, ob die da echt einen Text geschrieben haben. Und dann quasi nachträglich... Ich hätte gedacht, hier finden wir jetzt den Zentralschalter, ne, der sich nicht mehr umdrehen lässt, der dann für immer das Gefängnis hell macht, aber leider nicht. Na gut, ich frage mich, ob die da wirklich einen Text geschrieben haben und im Nachhinein alle Buchstaben ausgetauscht haben. Und wenn ja, würde mich interessieren, welcher Text das ist. Ich habe gerade überlegt, ob man da irgendwie so einen Schlüssel finden könnte, wie man das übersetzt, aber wie soll das gehen, ne? Ist ja Quatsch. Steht halt einfach nur krank, 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 krank die ganze Zeit. Aber tatsächlich ist das jetzt hier irgendwie der Questbereich. Also vielleicht müssen wir durch die Lupe gucken. Oh, ich kann was tippen. Oh shit, ich schreib mal sick. Das war irgendwie... Ach ja, das war schon fast auf eine lustige Art und Weise leicht, das Rätsel, ne? Was ist wohl das Passwort? Krank, 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 krank. Hey, aber muss man wirklich sick schreiben oder hätte ich auch krank schreiben können? Das würde mich jetzt interessieren. Jetzt habe ich leider das Safegame überschrieben, sonst hätte ich es testen können. Aber das wäre ja im Deutschen dann blöd eigentlich, ne? Wenn das nicht geht. Wenn ich nicht auch krank schreiben kann. Wirklich komisch. Warum hat der Gefängnisdirektor hier neben seinem Büro so einen kleinen, fest verschlossenen Supergeheimraum? I don't like it. Na gut, also. Jetzt gehen wir zurück. Wir haben ein neues Gewicht. Wenn die mal auf Gittern sterben, sehe ich unter denen keine Blutpfützen. Dann glaube ich immer nicht, dass die tot sind. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, James. Einfach schwimmen und speichern. Schwimmen und speichern. Okay. Treppe runter, ab in den Gewichtraum. Jetzt gehen wir trainieren. James hat die Schnauze voll. Jetzt wird ein bisschen Kampfgewicht antrainiert. Das wäre so lustig. Das wäre vor allem für die Metapher, die Silent Hill ja ist, so lustig, ne? James muss sich hier seiner eigenen Psyche stellen und so weiter und so fort. Und letztendlich ist dann sein Ausweg, dass er sich super viel Muskeln antrainiert und seine Psyche einfach verprügelt. Mit roher Gewalt. Das wäre gut. Okay, wir haben jetzt ein neues kleines Gewichtchen. Mit dem könnte ich jetzt mal gucken, ob wir es vielleicht schaffen, irgendwie das Schwert auszubalancieren. Weil ich glaube immer noch, dass wir dann die beste Waffe im ganzen Spiel kriegen. Die Minigun. Es wird perfekt zu Silent Hill passen, so eine Gatling. Wir müssen nur das perfekte Gleichgewicht erschaffen. Aber ich befürchte, das ist leider nicht möglich. Noch nicht. Wahrscheinlich, weißt du ja, es ist eh logisch. Es ist eh ganz klar. Das ist das Letzte, was ich dann auch wirklich machen muss und so weiter. Ich verstehe schon, aber ich möchte es jetzt haben.
Aha. Fuel. Ich habe als Kind oft Bambi gesehen. Habt ihr auch oft Bambi gesehen? Und da sagt Blume, das Stinktier, immer... Nee, warte mal. Bambi sagt das. Blume bringt Bambi bei, dass die fliegenden kleinen Dinger Vogel heißen. Und dann sagt Bambi immer Fuel. Ich weiß nicht, warum sich das so eingebrannt hat bei mir. Moment, was haben wir jetzt? Die flügellose Taube. Also einfach raus und links und fertig. Let's go. Einfach laufen. Ah, oh Gott, die sind einfach überall. Okay, nicht einfach laufen. Ach komm. Manchmal könnte irgendwie die Treffer... Ne, ihr wisst schon. Manchmal nicht so gut. Wo kommst du denn her? Okay. Ab in den Keller. Was soll schon schiefgehen? Keller eines verlassenen Gefängnisses ist ja wohl der cozyste Raum überhaupt. Oh, ich erwarte fast, dass mich Lady Dimitrescu hier jetzt gleich verfolgt und mit ihren Fingernägeln Löcher in die Wand schneidet. Ne, so sieht's gerade aus hier. Mein Gott, die Betten sind winzig. Oder? Das ist im Vergleich zu James, oder? Der könnte dann nicht schlafen. Zumindest sieht's nicht sehr gemütlich aus. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, wie viel? 50 Heilmittel oder sowas? Ich denke, das sollte reichen. Ich will da gar nicht so lange durchschauen, weil ich traue dem Spiel zu, dass plötzlich ein Jumpscare kommt. Und ich hasse Jumpscares. Mir reicht das schon. Mir reichen die Dinger schon. Okay, das ist so das Gegenteil von einer Gummizelle, ne? Eine Nagelzelle. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist illegal. Ich bin mir ziemlich sicher, ein Gefängnis sollte solche Räume nicht haben. Auch nicht in einem dunklen Kellerverlies. Ich glaube, ein Gefängnis sollte kein dunkles Kellerverlies haben. Auch nicht mal in den USA ist das, glaube ich, legal. Ich meine, gut, ne, zur Not machen die wieder ein Gefängnis irgendwo außerhalb ihres eigenen Landes und dann geht's wieder. Das kennt man ja. Aber nett ist es nicht. Jo, keine Ahnung. Geh ich mal da hoch. Wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt so ein dunkles Parallelweltding ist, ne? Es wäre jetzt unfair anzunehmen, dass automatisch die echte Welt auch so ein Foltergefängnis hatte. Vielleicht ist da unten in Wirklichkeit der Wellness-Bereich. Und die dunkle Welt interpretiert das so als super böse. Guck mal, da unten in F6 ist ein Ausrufezeichen. Da sollten wir wahrscheinlich irgendwie hin. Also wir müssen definitiv nochmal runter. Ich habe hier jetzt die Abkürzung gefunden. Aber wir müssen erst das letzte Gewicht finden. When the last weighted horn, bla 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 bla, down the mountains. Ihr wisst schon, was ich meine. Als Kind fand ich das letzte Einhorn voll gruselig. Die Harpie, ey. Holy shit. Hat ich Schiss vor der Harpie. Die war schon creepy, oder? Also, ich hatte Angst. Ich sehe dich. Oh oh, aber ich höre noch was. Ja. Kriegen wir jetzt eigentlich noch eine Kettensäge dann oder was? Wie sieht's eigentlich aus? Oh, oh, okay, es gab noch einen... Oh mein Gott, bei mir am Fenster ist gerade ein Riesenvogel vorbeigeflogen. Es gab gerade einen... es gab anscheinend noch einen
Folterkeller unterm Folterkeller. Ja, dass der ein Folterkeller war, das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt gerade rein interpretiert. Aber es gab einen Keller unterm Keller. Der Kellerkeller. Der Kellerskeller. Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. James macht sich zu den seltsamsten Sachen Notizen. Ne? Wir lesen so viel und es ist ihm wurscht und jetzt sagt er, ja, der Gefangene so und so wurde da und dahin verlegt. Und dann sagt er, aha, so ist das also. Na, dann mache ich mal eine Notiz. Und ich denke mir so, hä? Warum eigentlich? Wahrscheinlich hätte ich F5 nicht aufmachen sollen. Jetzt habe ich den Tyrant befreit. Okay. Let's go! Ist einfach gar nichts. Und hier ist das letzte Gewicht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt bist du... Du bist immer noch dort, oder? Okay, mir reicht's. Shit. So, ich will gar nicht wissen, was da angeklopft hat. Wir gehen einfach. Tschö. Tschüss, Gefängnis. War schön mit dir. Nicht wirklich. Aber ich will höflich sein. Man weiß ja nie. Okay. Geradeaus durch. James. Wow. Habe ich die alle umgebracht? James, wir sind so krass, ey. Guck dir das Gemetzel an, das wir da verursacht haben. Ach, das Spiel will mir hier Angst machen mit irgendwas Krassem, dass das war. Nee, glaube ich nicht. Wir waren das. Das Spiel will uns hier, glaube ich, an der Stelle nochmal zeigen, wie krass wir eigentlich sind und was für ein heftiger Hurensohn wir sind. So. Leichtes Gewicht. Ah! Oh, come on. Alle gegen einen? Nee. Aber vielleicht der Kleine und der Große? Nee. Jetzt kommen wir der Sache aber nahe. Aber nicht nahe genug. Ah, du bist so ein Arschloch. Das Spiel ist so ein Arschloch. Ich weiß nicht, was ich dem Spiel jemals getan habe. Ich weiß nicht, warum es mich so behandelt. Ich war doch immer gut zu dir. Jawohl. Damokles Schwert. Ah, Galgenhebel. Hier einmal am Seil. Wähle unter den Sünden die Tugend. Jeweils. Okay, was haben wir hier? Ich will keine Gnade. Meine Tat ist bekannt.
Ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quiekten, die Kinder daneben, niemand von ihnen entkam mit dem Leben. Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneide den Zaun gekonnt, auf der Tür und schnell herein, deine Schätze sind nun mein. Mutterliebste Mutter mein, dein Leben war so rein, warum, mein Sohn, sagst du nur, als mein Messer in dich fuhr. Crazy shit. Ich warte lang, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht. Er bekam, was er verdient, der elende Wicht. Im Stahl eines anderen Brot. Ich stahl eines anderen Brot. Brach das siebte Gebot. Ich kann auch nicht lesen, ey. Nein, ich bin kein Gottesmann. Mein Grund, der geht dich gar nichts an. Kann ich das jetzt nehmen? Hä? Ah, ich verstehe. Wartet mal, ich muss die Seile ziehen. Wir haben ja 6 Seile. Lass mich mal schnell eine kleine Skizze hier anfertigen mit 6 Punkten. Und dann kann ich schon mal sagen, dass ziemlich sicher... Ach, warte mal, da unten sind Täfelchen. Ah! Okay, alles klar, dann schauen wir nochmal weiter. Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wie der Wind. Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater und vertrautes Gesicht. Okay, was haben wir hier unten? Mein liebes Kind, du kannst nicht mehr fliehen. Sie hatte kein Recht, dich mir zu entziehen. Still, kleines Baby, schließ die Äuglein, die frommen. Wenn ich es nicht kann, soll dich niemand bekommen. Das passt zufälligerweise gleich zu dem, was wir eh schon gelesen haben, gerade eben. Die Wahrheit ist, ich zögerte nicht, als meine Klinge zerschnitt dein Gesicht. Erkannte die Regeln, sie waren ganz klar. Wer sich gegen mich stellt, dessen Ende ist nah. Ist das das mit der Mutter, die das Kind umbringt? Ich schätze mal. Das sind heftige Geschichten hier. So, dann haben wir hier. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich der Tugend wert, solange mich mein Reichtum mehrt? Ist das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, es gibt den Brotstehler und den Einbrecher. Ich würde sagen, das war eher der Brotstehler. Ich lese das nochmal kurz. Ich stahl eines anderen Brot, brach das siebte Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann. Mein Grund, der geht dich gar nichts an. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Das könnte passen, aber könnte auch hier sein, oder? Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneid den Zaun gekonnt, auf die Tür und schnell herein. Deine Schätze sind nun mein. Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knopf. Ja, könnte eher der Einbrecher sein, tatsächlich. Wenn du dennoch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Ich sehe, giere, brauche, stehle. Es ist das größte Glück der Seele. Alles klar. Dann gehört das zum Überfaller und das zum Einbrecher. Ich bereue den Tod der Kinder sehr. Doch auch ihre Peiniger sind nun nicht mehr. Die Nonnen, sie quälten die kleinen Seelen. Nun können sie keine Unschuld mehr stehlen. So, dann fehlt nur noch das hier. Was war das gleich nochmal? Ich warte lang, ich ließ mir Zeit, mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht. Er bekam, was er verdient, der elende Wicht. Du brauchst mein Bein, um mich zu schwächen. Du brachst mein Bein, um mich zu schwächen. Du zogst mir die Zähne, so kann ich nicht sprechen. Um mich zu betäuben, gabst du mir Pillen. Nun muss ich dich töten, um meinetwillen. Seems fair. Okay.
Ich schätze mal, das war's. Muss ich noch was machen? Das ist ziemlich sicher alles richtig gewesen, oder? Habe ich was übersehen? Habe ich was falsch gemacht? Muss ich jetzt noch an den Seilen ziehen? Pull ye but once on a rope. Choose the one justified. Muss ich mein eigenes Seil suchen? Da muss ich noch mal kurz lesen. Nonnen habe ich nicht angezündet. Ich habe auch niemandem Brot gestohlen. Ich habe auch kein Kind entführt. Ich bin nirgends eingebrochen. Ich habe nicht meinen Sohn umgebracht. Aus der Sicht von James könnte das hier gar nicht so falsch sein. Aber das würde auch passen. Nur halt nicht mit Mutter und Sohn. 5 oder 6 würde, finde ich, beides passen. Ich gehe mal schnell speichern. Ich glaube, ich nehme die 5. War's richtig? Habe ich jetzt das Ende beeinflusst? Okay, ich habe keine Karte von diesem Ort. Na dann. Okay, ich bin in der Morgue, in der Leichenhalle. Schön. Moment, hat das Gefängnis eine Leichenhalle oder bin ich noch im Gefängnis? Hier in Dunkel Silent Hill sieht aber auch einfach alles gleich aus. Springen wir wieder in ein Loch. Das ist bis jetzt immer gut gegangen. Immer tiefer hinein in die Eingeweide unserer Psyche. Weirder Soundtrack. Ah, noch mehr Loch. Na ja, dann. Los geht's. Hinab. Geronimo Jenkins. Ich sehe Licht. Moment, ist das einfach nur ein Item? Ist das einfach nur Munition? Die haben mich mit Munition in die Falle gelockt. Lustig irgendwie. Kennt ihr das, wenn ihr in so Horrorspiele so auf den Aufzug zielt und wartet, bis die Tür aufgeht? Und dann passiert irgendwie ewig lang nichts und ihr merkt, dass ihr die ganze Zeit mit dem Rücken zu einer zweiten offenen Tür steht? Ist mir schon 1-2 Mal passiert. Das ist nicht so gut. Okay. Wo sind wir jetzt? Im Labyrinth. Wunderbar. Das klingt doch lustig. Labyrinth ist doch was Schönes. Ich habe keinen Orientierungssinn. Labyrinthe sind genau das Richtige für mich.
James bräuchte einfach die Psychonauts. Der wird seine Probleme lesen. Kennt ihr Psychonauts? Das ist echt ein cooles Spiel. Und da spielen wir eben einen sogenannten Psychonaut. Das sind Leute mit den Fähigkeiten, in die Psyche von anderen einzutauchen, um die zum Beispiel zu reparieren. Ne, das wäre eigentlich ganz gut. Ein, zwei Psychonauts hier rein und die würden dann aufräumen in seiner Psyche mit ihren Psy-Kräften und allem. Und dann wäre James geheilt. Okay, die Lese. Wie lese ich das? Ich sage einfach, ich mache einfach komische Pausen, wenn so geschwärzte Stellen kommen. Die Lee-S-Mannes, später identifiziert als Thomas Oro, Holzfäller, alt 39 Jahre, wurde liegend entdeckt. Die wahrscheinliche Todesursache waren mehrere Stichwunden mit einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Punkt des Todes liegt zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr. Aufgrund der Kampfspuren im Raum und des fehlenden Tatwerkzeugs betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Oro fick betrunken und gewalttätig war, vermutet nicht Raub. Art Verbrechen a Leidensch. Aha. Ein Verbrechen aus Leidenschaft. Leidenschaft schafft Leiden. Auf die Passage habe ich gewartet. Jetzt bluten wir so ein bisschen in eine andere Welt. In ein anderes Silent Hill. Schön langsam. Please. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. Angela? Angela, it's me. No, please. Daddy! Ich schätze, den haben wir ein bisschen geändert. Aber wenn es ein Bossraum nicht kommt, bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Wo muss ich denn hin? Muss ich kämpfen hier gegen den? Er blutet immerhin. Oh Gott. Oh oh, jetzt sterben wir. Oh, ich habe ihn in die Wand geschubst. Cool. Jetzt, wo ich das weiß, werde ich Folgendes machen. Nein, geh weg jetzt. Unfair. Aber jetzt, wo ich das weiß, lasse ich mich mal hier durchschubsen, oder?
ich bleib hier einfach stehen, trink meine 25 Heilmittel. Aber irgendwie schubst du mich nicht durch. Ich dachte, das wäre des Rätsels Lösung. Aber ich musste ihm einfach nur mit der Pumpgun die Beine wegschießen. Auch gut. Hey, Angela. Lauf doch nicht weg. Ich verstehe ja voll, dass das so deine eigene persönliche Horrorpsyche und so ist, aber wir können gemeinsam, verstehst du? Wir können uns gegenseitig helfen, unsere Wunden zu überwinden. Du musst das nicht alleine machen. Ich habe immer eine Pumpgun. Und ich habe mit Gewichten trainiert, gerade ganz viel im Gefängnis. Ich sag doch, ne? Ich wusste doch, dass Fernseher böse sind. Nicht umsonst kämpfe ich gegen die schon mein ganzes Leben hier in Silent Hill. So, jetzt weiß ich wieder nicht, laufen oder kämpfen. Ich schätze, wenn ich mich da durchzwänge, würde ich erstmal einen neuen Weg schaffen müssen oder so. Seinen Händen packt, das ist fast ein bisschen albern, oder? Das sieht fast aus wie ein Muppet mit seinen komischen Handschuh-Ärmchen. Aber krass, wie die den Gegner überarbeitet haben. Massive Veränderung zum Original. Ganz anderer, richtiger Bosskampf, so. Alle Waffen durchladen. Oh, jetzt wird's fleischig, Leute. Hinter der Fassade. Das ist gut. Das ist schön, Leute. Hinter der Fassade des gemütlichen Einfamilienhauses, ne? Ah. Ja, okay. Ich verstehe. I see what they did there. Mhm. Das ist gut. Die haben da tatsächlich nochmal eine schöne Ebene dazu gemacht. Oh, jetzt wird's unangenehm.
Das ist wirklich so eine Passage, die Blooper-Team schon öfter gemacht hat. Nur in gut, nur in besser. Wirklich, ich bin begeistert. Wir haben echt was dazugelernt. Ah, okay, das ist gar kein Weg, den der da freigemacht hat. Nicht die Reifeisen. Kannst du dir bitte jetzt eine Heilung reinpfeifen? Oh mein Gott. Meint ihr, ich kann den in den Ventilator locken? Oh shit, man muss echt warten, bis die Animation abgelaufen ist, ne? Sonst cancelt man das. Hey! Ey, shit, warum stirbt der nicht? Ah, okay. Das war's. Der hat wirklich einfach nur viel getankt. Ich dachte schon, ich mach was falsch, ne? Aber okay. It's okay. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know? I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you.
think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. Your Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. I need to find my mama. Tja, ne, da wird er auf einmal wütend, wenn sie ihn darauf anspricht. Sonst ist er immer so gelassen. Aber wenn sie sagt, du wolltest sie doch loswerden, ne, plötzlich wird er wütend. I never. Ja. Da hat sie einen Nerv getroffen. Du hast meine ganze Munition gefressen, das werde ich dir nie verzeihen. Gewehrmunition werde ich mir aber definitiv aufheben. Schon allein, weil ich echt nicht so gut im Zielen bin. Aber James auch nicht, wir ergänzen uns da. Ne? Der wackelt wie Sau und ich drücke immer im genau falschen Moment ab. Wir sind da ein gutes Team. Ja, immerhin. Immerhin zwei, nochmal. Ach, noch mehr Gewehrkugeln. Okay, ist auch okay, aber... So ein bisschen Pistole wäre vielleicht ganz nett. Einfach mal wieder. Oder Pumpgun, aber ja. Ich habe manchmal das Gefühl in dem Spiel, weil sowas beim ersten Bosskampf auch so, dass die Bosse in dem Spiel irgendwie so gebalanced sind, dass man einfach möglichst viel... Dass man einfach möglichst viel Munition und Heilung verbrauchen soll. Na schön, Leute, sehr gut. Dann speichern wir jetzt mal an der Stelle. Cool, dass wir das jetzt heute in der Folge alles noch gemacht haben. War ein cool neu interpretierter Bosskampf. Ich finde, das Spiel ist mit seiner Interpretation irgendwie, ne, mit der Story, sehr viel mehr on the nose als das Original. Sehr viel offensichtlicher irgendwie. Aber gut, warum nicht? Na schön. Dann, genau. Vielen Dank fürs dabei sein. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und nächste Folge ist quasi jetzt gleich dann schon in Produktion. Kommt wahrscheinlich schon morgen. Bis dann. Tschüss.